Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Ich grüße euch in der abendlichen Sonne von Rathai. Ja, zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Dass ihr wieder mit am Start seid. Okay, wir haben in der letzten Folge die Eliska und den Henker zusammengebracht. Das war, glaube ich, sehr schön. Da habe ich mich gefreut für die beiden. Und in dieser Folge werden wir wahrscheinlich... Also wir sind... Entweder sind wir zu klein oder hier fehlt noch ein Podest oder sowas. Weil irgendwie kann man hier nicht wirklich drüber gucken. Egal. In dieser Folge werden wir höchstwahrscheinlich nochmal einen weiteren Plündertrupp angehen. Und zwar den Trupp, der hier ist. Der uns ja hier hinführen wird. Bevor wir das aber machen, spreche ich nochmal mit dem Hauptmann. Und gebe dem, ich weiß nicht, ob ich Sporen oder sowas habe. Du hast meine Rüstung, mein Outfit geklaut oder was? Ich weiß nicht, ob ich Sporen und so habe. Weil hier ist der Hauptmann. Genau, mit dem muss ich sprechen. Oder ob wir Ohren oder so ein Kram haben, was wir dem abgeben können. Schauen wir mal kurz. Wie läuft's? Wie läuft's? Ich weiß es nicht. Ich habe Trophäen. Zeig her. Sehr schön. So verfährt man mit diesem Pack. Wunderbar. Alles das gab Gute. Geld. Apropos Geld. Ich habe den Kram von der letzten Folge, habe ich schon verkauft. Wir sind jetzt mittlerweile bei über 8000 Gold, ja. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile eine ganz, ja, ich würde mal sagen, angemessene Summe. Natürlich brauchen wir viel, viel mehr. Na, das ist ganz klar. Wir machen auf jeden Fall die Plündererquest. Wir beginnen mit einer Plündererquest, ja. Und danach machen wir sicherlich noch was anderes. Ich glaube, die Steinschlagquest können wir dann mal anfangen. Oder die Tierhäute. Ich glaube, das würde sich heute auch anbieten. Wir machen das beides einfach mal. Wir, genau, reiten am Morgengrauen dorthin auf. Doch zuvor versuche ich nochmal Theresa vielleicht auszuführen. Kann aber sein, dass es dafür vielleicht schon zu spät ist, urzeitstechnisch. Dass sie mit uns nur tagsüber oder zu einer bestimmten Tageszeit mitgeht, das kann natürlich sein. Aber das prüfe ich jetzt einfach mal. Ich würde sie ganz gerne nochmal ausführen. So. So ein abendlicher Spaziergang hier unten am Fluss und so, das stelle ich mir eigentlich schön vor. Das stelle ich mir schön vor. Wunderschön, um genau zu sein. Und wir könnten vielleicht sogar mal... Ja, das würde ich aber machen, nachdem wir ein bisschen mit der Hauptquest vorangeschritten sind, dann können wir mal die DLCs starten. Jetzt zum Beispiel das mit Theresa, das DLC. Ich glaube, das wäre ein ganz guter Punkt, ganz guter Cut. Ja, Bursche! Warum Lust trägst du eine Rüstung? Keine Angst, ich beiße nicht. Oh, schade. Ich meine, okay. Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Bis jetzt habe ich die Rüstung noch an, ne? Das sieht doof aus. Abendlicher Spaziergang in Rüstung, ich weiß nicht. Heinrich, denkst du manchmal an die Zeit in Skalitz zurück? An wann genau? Bevor das alles passiert ist. Ich kümmerte mich um die Hühner und brachte Samuel sein Mittagessen zur Mine. Das scheint eine Ewigkeit her zu sein, nicht wahr? Im Sommer habe ich immer den ganzen Weg barfuß zurückgelegt. Und wenn es sehr heiß war, habe ich unterwegs am Bach Halt gemacht und meine Füße reingesteckt. Ich musste mit dem Bottich im Hof vorlieb nehmen, wenn ich in der Schmiede half. Kannst du dir vorstellen, wie heiß es dort war? Ich versuchte oft, mich aus dem Staub zu machen, obschon ich wusste, dass es Ärger geben wird. Das weiß ich noch. Im ganzen Dorf hat dein Vater nach dir gesucht und du hast dich irgendwo mit Fritz und Matthäus versteckt. Ich und die anderen Mädchen sind euch manchmal heimlich gefolgt. Aber wir haben nie gesagt, wo ihr seid. Und wenn dein Vater wieder nach Hause getrottet ist, seid ihr drei in den Wald und habt mit Stöcken gekämpft. Wir taten so, als wären wir Ritter. Mein Gott, wie viele blaue Flecken ich hatte. Einige Treffer von Fritz, dem Ochsen, spüre ich übrigens immer noch. Nun, jetzt musst du nicht mehr Ritter spielen. Du bist quasi einer. Nee. Ich bin kein Ritter. Aber ritterlich bist du sehr wohl. Du hast mich gerettet. Nun ja, wenn man es so betrachtet, sind wir beide Ritter. Du hast mich auch gerettet. Heinrich, eine Frau kann kein Ritter sein. Leben retten kann sie aber trotzdem.
Wer würde ein Lämmchen wie dich nicht retten? Ach ja, ich mag Theresa. Die ist einfach toll. Okay. Ja, da haben wir doch die abendliche Zeit noch super genutzt. Mit dir vergeht die Zeit immer so schnell, Heinrich. Komm mich mal wieder besuchen. Sehr schön. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, ich weiß nicht, können wir nochmal irgendeinen Krams handeln? Ich guck mal ganz kurz ins Inventar, was ich hier noch dabei habe. Komm, wir nehmen mal das Rezept der Flugsalbe. Komm, wir nutzen jetzt die abendliche Atmosphäre. Komm, wir entkleiden uns mal hier. Beziehungsweise kleiden uns mal angemessen für... Ah, Uwo. Notice me, Senpai. So. Wir setzen uns jetzt hier hin und lesen. Wir lesen jetzt das Buch Rezept für Flugsalbe. Achso, du hast das Rezept entdeckt. Achso, wir können das gar nicht lesen. Ah, okay. Na gut, in dem Fall lese ich jetzt einfach einen weiteren Kodex-Eintrag. Nämlich den zu Armeen. Eine Armee oder Provinzmiliz bestand aus Adeligen, Prinzen, Herren, Knappen und ihrem Gefolge, den Garnisonen geistlicher Würdenträger, Bischöfe seit 1344 auch Erzbischöfe, sowie den Milizen der königlichen Städte, Vögte und Verwalter. Die Truppen sollten vornehmlich das Land vor Feinden beschützen. Ihre Dienste wurden nach Bedarf von Monarchen in Anspruch genommen. Ja, wieder was gelernt. Okay, in dem Fall können wir sogar noch mal kurz aufstehen. Es ist noch nicht mal 19 Uhr, ne? Wir können mal kurz mit Peschek quatschen. Ich habe noch ein bisschen Krimskrams, den ich verkaufen kann. Wie geht's? Und zwar... Aber wir können auch eigentlich noch mal ein bisschen mit dem reden, ne? Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Dann viel Glück. Und zwar habe ich noch zum Verkauf... Hier, so ein Zeugs hier, Kommunionskelche, kann man bei ihm, glaube ich, ganz gut verticken. Schweineleder, alte Verbände, ja, passt. Okay, wir haben auch einige Dietriche jetzt am Start, das ist sehr gut. Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Gib mir für den gesamten Kram 250 Goldstücke. Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Na gut, weil du es bist. Na gut, einverstanden. Peschek hat uns ja immerhin hier aufgenommen und... Ja. Achso, stopp, ich wollte ja nochmal mit ihm reden. Ein bisschen Smalltalk und so. Du hast ein ehrliches Handwerk. Wieso drehst du krumme Dinger? Schlechte Zeiten. Die Ernte ist ausgefallen und es gab nichts zum Mahlen. Hab Maul zu stopfen, also was hätte ich tun sollen? Und das während sich die hohen Herren in der Burg und die Kuttenträger im Kloster die Bäuche vollstopfen. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Also hast du sie selbst in die Hand genommen, nicht wahr? Und nun nimmst du dir, was du willst? Zieh die Rübe aus deinem Arsch und mach die Augen auf, Heinrich! Kriege kommen und gehen, doch alles bleibt beim Alten. Die Armen krepieren... Und die Blaublüter fahren alles ein. Wir müssen sehen, wo wir bleiben. Also, was schert uns die beschissene Moral? Kannst du mir etwas über die anderen Müller hier sagen? Es gibt ein paar, die demselben Handwerk wie ich nachgehen. Wojcik in Kohelnitz und Simon in Sasau. Erzähl mir von Wojcik. Der ist ein junger Hitzkopf, aber wenn man ihn erst mal kennt, ist er kein übler Kerl. Sein Herz hat er am rechten Fleck. Und er ist immer hilfsbereit, wenn man ihn nicht reizt. Leider hat er einen Zwist mit diesem Wucherer, dem Händler Wolfram Bruder. Ist ein schleimiger Auswurf, das sag ich dir. Und jetzt sind sie Erzfeinde. Was ist Simon aus Sasau für einer? Das ist ein komischer Kauz. Ein Eigenbrötler, der kaum das Maul aufkriegt. Aber er ist verbissen wie ein Bluthund. Wenn der erstmal Beute wittert, lässt er nicht mehr locker, selbst wenn er dabei über Leichen gehen muss. Nett. Prinzipiell sehr nett. Erzähl mir ein wenig von dir. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wurde in der Mühle geboren und ich werde hier auch sterben.
Aber vorher muss ich schuften und hoffen, dass mal wieder Frieden im Land einkehrt. Das ist echt ein trauriges Leben eigentlich, oder? Kann ich was fragen? Ja. Ja. Was ist mit den Scarletson? Gott schickte sie als Strafe für unsere Sünden. Sie arbeiten nicht, sondern faulenzen nur und betteln. Und man muss ein gutes Auge auf seine Habe werfen. Hoffentlich sehe ich bald nur noch ihre Kehrseite. Ist aber hart. Ja. Was hältst du von all dem, was sich ereignet hat? Mich kümmert sonst nicht, was die hochwohlen Herren tun. Aber dieser Schlamassel ist schlecht fürs Geschäft. Die zwei Brüder da sollten die Sache unter sich klären, ohne uns mit reinzureiten. Mir ist es Schnurzpiep egal, wer König ist. Aber dieser ungarische Eindringling geht zu weit. Okay, also mit beiden Brüdern meint er jetzt den Sigismund und den Wenzel. Übrigens, kleiner Funfact, in Dresden gibt's am Postplatz ein böhmisches Restaurant, das heißt Wenzel. Ich verstehe nicht, warum die das Wenzel genannt haben, anstatt Karl. Karls der Vierte, so, das hätte sich viel besser angeboten, weil der König einfach viel besser war. Viel besseren Ruf hatte. Bei Wenzel ist es halt irgendwie, naja, wisst ihr ja selber. Wie ist Herr Hans Kappon so? Ach, ein verwöhnter Stenz. Herr Hanusch muss versuchen, ihm etwas Vernunft einzubläuen. Andernfalls graut's mir davor, was aus Rattay wird, wenn er herrscht. Okay. Das wäre alles. Das reicht mir erstmal. Bis später! Das reicht mir erstmal. Komm, wir gehen jetzt pennen. Okay, ich bin schon sauber genug. Das freut mich sehr. Ach so, halt, stopp, was hab ich hier eigentlich noch drin? Gar nichts, perfekt. So soll es sein. So. Legen wir uns aufs Ohr bis, sagen wir mal, 6 Uhr. Und dann rüsten wir uns und reiten los, um die Banditenbande aufs Korn zu nehmen. Bin immer gespannt, was das wird. Wir haben ja eigentlich schon ganz gut gegen größere Gruppen jetzt bestanden in der Vergangenheit. Ich denke, so 3-4 Banditen, wenn die hintereinander kommen und wenn ich einen guten Schuss mit Pfeil und Bogen setze, dann sollte das eigentlich machbar sein. Aber schauen wir einfach mal. Es ist schon so, dass ich mich schon sichtlich stärker fühle. Das kann man schon so unterschreiben. Ja. Naja. So, wir gönnen uns mal ein bisschen Frühstück hier. Ja. Komm, essen wir einen Apfel. Trinken einen billigen Wein. Das ist doch ein schönes, nahrhaftes Frühstück. So, ziehen wir uns an. Stiefel habe ich schon. Okay. Gut. Pfeil habe ich, Munition habe ich. Bogen habe ich, Munition habe ich. Ich würde sagen, Zeit, ein paar Banditen zu töten. Aber vorher muss ich... Na gut, nee, wir können bei den Banditen selber in der Region, dort gibt's Jagdvieh, was wir umlegen können. Da können wir dann auch für Bittersporn ein bisschen was zu essen haben, aufbringen. Erstmal ein bisschen Mut angetrunken. Erstmal einen schönen Fusel reingedrückt, jetzt haben wir ein bisschen Mut angetrunken und jetzt gehen wir diese Banditen töten. Vielleicht schlafen die ja noch, ne? Ein bisschen zu früh abgebogen. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? Wenn die noch schlafen. Ja. Ja. Hier muss ich links. So. Wenn die noch schlafen, da kann ich die vielleicht sogar mich. Also da kann ich mich vielleicht sogar anschleichen und die einfach abstechen. Ja. Ich trau dir nicht. Ich trau hier niemanden. Ist ein leichter, unangenehmer Nieselregen in der Luft. Aber ich sag mal so, das ist noch okay. Das ist noch in Ordnung, sage ich jetzt mal. Sorry.
Ich drehe mich schon so ein bisschen, ne? Ja. Man merkt schon die Wirkung des Alkohols. Heinrich hält einfach nichts aus. Muss man sagen, der hält nichts aus. So, die Jungs sind am Frühstücken, die haben einen frühen Arbeitstag anscheinend. Och nö. Jetzt bitte mal keine Kuman jetzt hier. Die haben jetzt sicherlich die Verfolgung abgebrochen, oder? Heinrich kann schon gar nicht mehr gerade stehen, einfach. Was ist los mit dem Burschen? Guck mal. Naja, ich treffe eh nichts. Selbst mit Punkt treffe ich halt einfach nichts. Gottes Willen. Scheiße. Um Gottes Willen. Okay, ich muss länger spannen, ne? Okay. Ach, scheiße. Okay, komm, ein Schuss noch, dann gebe ich es auf. Alter, okay, ich lasse das jetzt einfach. Hund, tut mir leid, du musst ja dein Essen selber jagen. Ich bin zu besoffen dafür. Wir haben jetzt diese Banditengruppe hier. Da unten ist sie. Die sind leider wach. Ja, was ja auch Sinn macht, die brauchen ja auch eine Nachtwache. Die werden ja nicht, selbst wenn die da zu dritt sind oder so, werden die ja sicherlich eine Wache aufstellen. Hier sind es 2, 3. Hey, wer ist da? Gottes Willen. Ey, das gibt's doch jetzt gar nicht. Schlagalarm! Seid vorsichtig! Ja, das... Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Ich schlachte dich ab! Okay, Jungs, ich glaube, das wird nichts. Verdammte Scheiße! Okay, einen Hammer. Du wirst leiden. So, den. Hey, ihr alle, wir sammeln! Schlag Alarm! Hier drüben, wo sind alle? Mehr hast du nicht drauf? Nimm das! Du blöder Hund, Alter. Ja, sammle deine Kräfte. Weiter! Du wirst sie brauchen. Ist ja logisch, wenn der blöde Köter im Weg da steht. Ach, ich lade das nochmal neu. Das ist total bescheuert hier. Stand mir auch der dämliche Hund im Weg. Welcher ist heute? Der hier ist heute. Ach Mann, das lief überhaupt nicht. Und auch jetzt mit dem Bogenschießen, das war völlig grauenhaft. So. Okay, probieren wir das jetzt nochmal. Jetzt muss ich irgendwie eine Ecke finden, wo die nicht so schnell an mich rankommen. Ah, sowas wie das hier. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Ich bin Alarm! Ja tatsächlich unter dem Stein. Komm her, okay, einen habe ich schon mal umgelegt. Hier rüber! Jetzt bist du im Arsch. Seid vorsichtig! Das ist gut möglich. Hey, was passiert denn jetzt hier? Ugh!
Ah ja. Oh, lieber Gott. Oh. Tut mir jetzt mal nicht so, Simulanten. Wo ist der vierte? Hier war noch irgendwo ein vierter Dude. Weggerannt. Sehr gut. Ach Mensch, Hund, steh mir doch nicht im Weg rum. Ich glaube, ich weiß schon, warum ich den in meinem ersten Run überhaupt nicht genutzt habe, den Hund. So, ja, hier Ohren eines Banditen, perfekt. Oh nein, ich glaube, der Anführer ist abgehauen, ne? Ist schlecht. Braucht den Anführer seine Spuren. Okay, die Kiste zu knacken wird zu What the fuck? Ja. Du bist der Anführer, ne? Der Abgang. Warum haben die Anführer eigentlich alle keine Klamotten an? Naja, egal. So, jetzt können wir den ganzen Kram mal wieder hier in die Satteltasche packen. Oh Gott, so viele Fackeln brauchen wir nicht. Weg, weg, weg. Verbesserter Jagdball ist nett, aber brauchen wir gerade nicht. Kann weg. So. Wunderbar. Ja, zweiter Anlauf lief doch ganz okay. Weg, weg, weg. Silberring. Oh, den können wir mal behalten. Okay. Habe ich da irgendwelchen Kram, den ich hier nicht gebrauchen kann? Ihr Wildschweinhauer, wobei das wiegt jetzt nicht so viel, das können wir mitnehmen. Okay. Haben wir soweit. Jetzt checken wir ab, was machen wir denn jetzt als nächstes? So. Questlog. Schauen wir mal. Plünderer. Können wir abgeben, theoretisch. Sparen wir uns fürs nächste Mal. Tierhäute. Wir müssen dem Gerber in Talmberg 3 Hasenhäute bringen. Wie auch immer ich an diese Quest gekommen bin. Ach so, das war der Prader. Ja genau, den hatte ich hier oben in der Vorburg irgendwie angequatscht. Stimmt, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Genau, Hasenhäute. Na gut, schauen wir mal, ob wir hier in der Gegend Hasen finden. Aber ich weiß, nee, ich glaube nicht, dass ich, nee, ich kann den Hasen doch gar keine Haut nehmen. Ich glaube, die Quest kann ich gar nicht machen, weil ich gar nicht weiß, wie ich dem Hasen die Häute nehme, oder? Also nicht, dass ich wüsste. Da hinten sind Hasen. Wenn ich meinem Hund sagen könnte, dass er einfach jagen soll, das wäre genial. Schlagalarm! Seid vorsichtig! Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Hä? Schlagalarm! Seid vorsichtig! Ist das der Hase, der mir redet? Hier rüber! Als ob ich den nicht getötet habe? So, jetzt prüfe ich mal ganz kurz, ob ich überhaupt in der Lage bin, dem Hasen die Haut abzuziehen. Ich glaube nämlich nicht. Nee, kann ich nämlich gar nicht. Wahrscheinlich brauche ich dafür Werkzeug oder einen Perk oder so. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Okay, gut, dann lassen wir das einfach. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nur so eine Zeitsammelquest irgendwie. Dann fangen wir vielleicht mit dem Steinschlag-Ding an. Das ist eigentlich eine sehr interessante Quest. Die wirklich echt cool ist. Wobei, nee, komm, das lassen wir. Das hebe ich mir für die nächste Folge auf. Dann mache ich jetzt noch in der Folge, wenn wir jetzt einmal hier in der Natur sind, gucke ich doch lieber
Nach Schätzen. Aha. Schatzkarte 1. Hatte ich die schon? Aha. Aber die können wir machen. Pass auf, Schatzkarte 1, das ist Sasau hier, das Kloster ganz offensichtlich. Und nordwestlich im Wald von Sasau finden wir angeblich einen Schatz. Geil, das machen wir jetzt. So, das heißt, wir reiten nach Sasau. Und hier in den Wäldern muss irgendwo ein Schatz sein. Geil, da gehen wir jetzt schön auf die Suche, da habe ich Bock drauf. Das wird cool. Ein Pilger. Den meinen wir einfach. Natürlich klappt es nicht. Genial. Das sehe ich doch. Zeig, was du drauf hast. Scheiße, wie viele sind das? Alter, das sind 100? Junge, das sind ja gefühlt alle. Potze. Okay. Ich krieg den Fokus da nicht weg. Die kann ich aber trotzdem schaffen. Komm her, du Weicher! Alter, die schaffe ich doch niemals. Das sind viel zu viele. Alter, no way. Vor allem, ich hab nicht gespeichert, ne? Ach, das ist vor 10 Minuten vor den Banditen gewesen. Oh mein Gott. Ja, ich sterbe jetzt hier. Das ist... Dass ich überhaupt noch lebe, das wundert mich gerade. Ich wollte jetzt eigentlich schon neu laden. Ja, gut, das... Bitter, bitter, bitter. Aber das kann halt passieren, ne? Wenn man halt nicht speichert. Ja, ich... Oh. Ich glaube, ich... Ja. Ich gucke mir das nochmal ganz kurz an, wo ich hier war. Ich glaube, ich muss ja einfach nur die Banditen nochmal töten, ne? Oh Mann, okay. Aber das mache ich offscreen, das mache ich nicht auf Cam. Ich schneide nochmal ganz kurz, ne? Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ich habe jetzt die Banditen nochmal getötet. Es gab jetzt aber zwei Probleme. Das erste Problem ist, der Banditenanführer ist geflohen. Aber es stand da, dass ich den angeblich getötet hätte, was nicht der Fall ist. Ich habe den nicht getötet, ich habe den nicht erwischt. Was jetzt natürlich bitter ist, weil jetzt habe ich die Sporen nicht von dem bekommen. Das heißt, ich kann Hauptmann Bernhard eigentlich gar keine Sporen abgeben. Ich glaube aber, der ist irgendwo runtergefallen oder ertrunken oder so. Deshalb sind die vielleicht... Ist es vielleicht nicht so schlimm? Keine Ahnung. Und ich habe jetzt noch eine Sache rausgefunden. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen. Ich kann doch den Hasen die Häute abnehmen. Aber Bedingung dafür ist, dass ich den hinterher renne und die quasi so töte. Das heißt, ich darf die nicht mit Pfeil und Bogen töten. Dann ist das Fell anscheinend unbrauchbar. Ich muss die mit dem Schwert töten oder so. Ich muss hinterher rennen. Das geht tatsächlich. Das habe ich so gar nicht gedacht. Zumindest bei einem hat es jetzt funktioniert. Ich weiß jetzt nicht. Vielleicht, weil der sich irgendwie verbuggt hatte oder so. Weil den kriege ich jetzt doch nicht. Ist aber komisch. Sehr komisch. Ich bezweifle, dass ich... Gott. Ja. Oh Gottes Willen. Scheiße. Das funktioniert doch niemals. Tja. Nein! Wo ist er? Komm zurück. Meisterlampe. Bleiben Sie stehen! Oh Gott, das hat bei dem einen jetzt nur funktioniert, weil der gerade sich wirklich irgendwie im Gebüsch festgehangen hat. Und dann konnte ich den erschlagen und so kann ich die jetzt aber nicht... Fuck. Oder liegt... Warte mal, muss ich Gewicht ablegen, um irgendwie schneller zu sein? Um die einholen zu können? Das wäre ja ein Ding, ey. Vielleicht bin ich ja dadurch irgendwie schneller. Nee, wirklich schneller bin ich nicht, oder? Nein! Oh, du hast mich gebetet, du kleine Sau! Bleib stehen! Alter, er ist ja viel schneller als ich! Ich krieg den nicht. Könnt ihr vergessen, Leute.
Also ich kann die mit dem Schwert erschlagen und dann kriege ich das... Toll. Hey, da laufen noch zwei Banditen da links. Ey, ich treffe die halt auch einfach nicht. Okay, den habe ich jetzt zwar erschossen. Hey, wer ist da? Das sind tatsächlich zwei Dudes am Start. Ist das da drüben der Anführer? Das könnte vielleicht sogar echt sein. Bitte lass das den Anführer sein. Weil der sieht mir eher wie ein gewöhnlicher Dude aus. Tagelöhner. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ich habe eine Frage bezüglich des Verhörs. Sprich, Bruder. Was immer er gesagt hat, war weit mehr als deine Übersetzung. Hast du mir wirklich alles gesagt? Nun, weißt du, in Ungarn sprechen sie anders. Manche Dinge lassen sich nicht so einfach übersetzen. Da sind ein paar harte Nüsse für uns Übersetzer zu knacken. Also hast du nicht alles übersetzt? Nicht wortwörtlich. Hör mal, ich weiß nicht, warum du eine solche Sache daraus machst. Ist doch ganz einfach. Er führt dich hin und das Geld gehört dir. Jetzt weiß ich wieder, wer das ist. Das ist der Typ von der Mühle, der dem Ungarn da, egal. Ich bin mir sicher, er ließ den Namen Ratai fallen. Er hat Ratai nicht erwähnt. Hast dich wohl verhört. Er spricht einen seltsamen Dialekt. Daran lag's wohl. Seltsamer Dialekt? Ich habe genug von diesem Theater. Ich bringe den Kuman nach Ratai. Auf der Streckbank wird er schon plaudern. Und dort wird ein verlässlicherer Übersetzer sein. Und sollte herauskommen, dass du gelogen hast, dann gnade dir Gott. Schon gut, schon gut. Ja, ich gebe zu, ich habe dir nicht alles gesagt. Also, was hat er gesagt? Ich höre. Er hat den Ort beschrieben, an dem er das Silber versteckt hat. Ich musste ihm dafür versprechen, dich zu überreden, dass du dich hinführen lässt. Okay, ja, das jetzt wird's ganz wild. Also ihr erinnert euch, ich recap das nochmal ganz kurz. Wir haben diese Quest bei der Mühle Richtung Sasau, da haben wir diesen Kumanen, diesen gefangenen Kuman verhört. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist jetzt schon ein paar Folgen her. Und er hat uns ja dann zu seinen Kumanen-Kumpels geführt, die uns angegriffen haben. Und ich habe gesagt, ich mache das erst, sobald ich hier besser bin. Und jetzt haben wir den Typen hier random einfach wieder gefunden. Und er hat uns anscheinend nicht alles erzählt. Wo genau will er mich hinführen? Keine Ahnung. Aber ich könnte mir denken, da willst du nicht sein. Also, wo genau ist das Geld? Wenn du von Ratai aus den Fluss überquerst, ist da ein Hügel. Und wenn du oben stehst und auf die Stadt hinabsiehst, ist neben dir eine Straße. Da gibt es eine Kreuzung bei einem verbrannten Baum. Von dort aus führt ein Pfad zum Wasser. Dort soll sich auf der rechten Seite ein hohler Baumstumpf befinden, wo die Beute versteckt ist. Okay. Sieht aus, als wären wir hier fertig. Hau schon ab. Bin schon auf dem Weg. Zwischen uns ist wieder alles gut, stimmt's, Bruder? Es wäre besser für dich, wenn die Beute dort ist. Wenn nicht, dann... Keine Sorge. Ich wäre wohl kaum so blöde, dich zweimal zu belügen, oder? Das hoffe ich. Lebe wohl. Alles klar, jetzt haben wir den hier random in der Pampa irgendwie gefunden. Nein, oh mein Gott, ich könnte kotzen. Scheiße. Mann. Mann, ist das... Oh. Die spielen mit mir, die kleinen Scheißer. Ärgerlich. Egal. Wir plündern den Kollegen jetzt hier. Ich will eigentlich das Schild haben. Die Axt, die können wir noch ins Pferd bringen. So, in die Satteltasche, Satteltasche. Satteltasche, Satteltasche. Zack. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Nicht, dass ich hier Zeug jetzt ins Pferd gehe, was ich jetzt noch anziehen will. So, jetzt sind wir wieder vollständig.
Boah, jetzt bin ich so angefixt, dass ich diese Hasenhäute haben will. Das triggert mich jetzt. Da hinten läuft ja der Tagelöhner. Tja, und den anderen Banditen hier, den Anführer, den werde ich wohl auch nicht mehr finden. Das ist so bitter jetzt, dass ich diese Hasen nicht verfolgen und töten kann mehr. Gerade eben hat es noch geklappt. Komm schon, verbarg dich am Stein. Nein! Verbarg dich im Busch. Nein! Verbarg dich irgendwo. Ich bin viel zu langsam. Ich hole die niemals auf diese Art und Weise ein. Ach, shit. Egal. Komm, wir speichern das jetzt hier. Was ich vorhin hätte schon mal machen müssen. Und nicht gemacht habe. Reiten, steigen jetzt aufs Pferd und... reiten jetzt nach Sasau. Diesmal wirklich. Warte, wir machen Folgendes. Ich lasse diese Kreuzung da vorne diesmal außen vor. Weil wenn dort irgendwie 200 Banditen oder Bauern mit Knüppeln da auf mich warten, da... Boah, ich wundere mich gerade, dass ich nicht abgeworfen wurde vom Pferd, weil ich gerade gegen diesen Baum gerannt bin. Das ist gerade wirklich verwunderlich. Was ist denn das? Ein Kumane. Einen Pfeil in der Nase stecken hat. Interessant, das Schriftstück können wir nicht mitnehmen. Kriegshammer. Arme Pferd. Selbst der Sattel wurde geplündert. Ich kann aber nicht das Textdokument mitnehmen. Gut, macht aber wenig Sinn irgendwie. Interessant, aber einen netten Hammer haben wir noch bekommen. Ja. Das sah mir aber ehrlich gesagt weniger wie ein Unfallort aus. Das sah mir eher wie ein Überfall aus. Klasse. Ah, da unten ist ein Weg. Okay. So, einmal Schnellreisen bitte, danke. Hier, an dieser Mühle. Hier ist der gefangene Kumane. Und hier ist dieser Tagelöhner gerade abgehauen. Oder irgendwie, aber ich weiß auch nicht, warum der so einen riesigen Umweg genommen hat, um zu seiner Base hier oben wieder zurückzugehen. Das hat für mich irgendwie gar keinen Sinn ergeben jetzt, aber... gut, wer bin ich, das jetzt zu hinterfragen? Wer bin ich, das jetzt zu hinterfragen? So. Wir müssen jetzt, um genau zu sein, hierhin. Irgendwo in die Wälder. Hier haben wir schon mal einen Anhaltspunkt. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Und von dort aus beginnen wir unsere Schatzsuche. Da habe ich Bock drauf. Das wird cool. Ich bin gespannt, was wir da noch so finden. Wir gehen erstmal nicht geradewegs in den Wald rein, sondern wir gehen erstmal hier. Hier gibt es eine kleine Abzweigung. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade. Oh, was ist denn da vorne jetzt? Das sieht mir nicht aus wie ein normaler Wanderer. Das sieht nur aus, als ob der eine Rüstung anhätte. Nein, nee, doch, ist doch nur ein Wanderer. Nee, das ist ein Soldat. Ist doch nur ein Wanderer. Verdammt! Hat aber einen Wappenrock an, das ist eher ungewöhnlich. Naja. Lieber Vorsicht walten lassen als Nachsicht. So, hier sieht's aus, als ob irgendwie eine Lichtung hier im Wald wäre. Aber das sieht toller Wald hier, gefällt mir. Ich halte jetzt mal ein bisschen die Fresse, damit ich hier mich konzentrieren kann
und die Geräusche der Natur ein bisschen interpretieren kann, hören kann, ob es vielleicht Menschen hier irgendwie gibt. Oder Tiere. Hier ist ein Pfad. Hier liegt Blut. Oha. Holy shit. Das ist echt krass. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Es erinnert mich an Gothic 2. Da gab es auch ja, diesen Überfallort, wenn man mit Laris zum... Na, ihr wisst schon. Zum Pyramidental geht, da findet man auch die Leiche, die da hängt. Das ist echt krass. Ich fände es so cool, wenn die Leiche sich bewegen würde, wenn man da jetzt irgendwie mit der interagieren würde. Pfeil bleibt stecken, das finde ich gut. Ich finde es schade, dass sie sich nicht nochmal links, rechts bewegt. So. Aber gut, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Sehr interessant. Unser Ziel, was ich mir markiert habe, ist aber weiter im Wald rein. In die Richtung. Hier, um genau zu sein. Banditen. Ich hab's geahnt. Okay, das wird eine sehr kampflastige Folge, liebe Leute. Habe ich so das Gefühl. Oh Mann, ich wollte nicht pfeifen, ich wollte eigentlich schleichen, egal. Wer ist da? Hey! Habe ich jetzt mal ich hab getroffen! Was ist hier los? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Hey. Alter, wie viele sind hier? Hey. Wohin könnte er geflüchtet sein? Hä? Nice, ausgerichtet. Wieso durfte ich das jetzt nicht blocken, den ersten Schlag? Wahrscheinlich, weil ich keine Ausdauer hatte. Hä? Okay. Wer ist da? Die Leiche werde ich schon irgendwie wiederfinden. Nee, komm, ich plündere den einfach schnell. Hey, wer ist da? Wer ist da? Ich bin's. Komm, ich pack das schnell ins Inventar, damit ich ein bisschen leichter bin. Krieg's mal mit Dorn. Ich glaube, den kenne ich auch noch nicht so genau. Habe ich selten gehabt, wahrscheinlich. Fickte Beinlinge, das kann man alles weg, weg, weg. Okay. Na toll. Ich hätte eigentlich mal speichern sollen, oder? Hey, wer ist da? Oh, das sind Hunde, das ist schlecht. Der keilt sich mit meinem Hund, krass. Junge, wie geil! Scheiße. Was ist das? Hey! Vor allem ist das dieser random Wanderer von vorhin gerade? Das gibt's ja gar nicht.
Ist das echt dieser random Wanderer? Der läuft ja einfach in so einen Camp von Banditen. Hey, wer ist da? Ich bin's. Ich, keine Ahnung, wer das jetzt hier gesagt hat. Das ist, glaube ich, keine offizielle Banditengruppe aus der Questreihe, oder? Oh, schön. Ist das hier der Schatz? Es könnte der Schatz hier sein, ne? Wer ist da? Wobei, nee, ich glaube, das wäre den Schatz, den... Sieh oh. an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Ja, ich bin am Arsch. Trau dich doch! Du bist erledigt, Hundsfott! Okay. Mist, ich hätte auch mit dem reden können, ne? Oh Mann. Das muss ich beim nächsten Mal mal machen, wenn die sich ergeben haben. Ach komm. Dass ich mal wirklich mit denen rede. Alter, wie viele Äpfel ich jetzt schon eingesammelt habe. Die sind doch alle nicht gut. So. Ich glaube aber, einer von den Banditen ist ja noch da, ne? Der mit dem Bogen. Morgenstern. Cool. Kuhelnitz, haha. Witzig ist er auch. Glaubt er jedenfalls. Coole Halskette, die lege ich mir einfach mal an. Kann der Theresa leider nichts mehr schenken, sonst hätte ich das gerne Theresa vermacht hier. Aber das geht leider nicht. So, jetzt haben wir hier wieder Platz geschaffen im Inventar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hätte schon ganz gerne, dass der Typ nochmal wiederkommt. Ich will den gerne mal befragen hier. Was die hier wollen und machen, ne? Aber das ist diese Location, die ich mir markiert habe. Naja, das ist genau die. Aber den einen random Wanderer, den ich vorhin getroffen habe, der war hier und nicht hier. Interessant. Aber der Unfallort markiert tatsächlich hier diese Stelle im Wald. Ob das jetzt aber auch diese Schatzstelle ist, ich weiß nicht. Den Schatz hätte ich halt eher hier vermutet. So von der Schatzkarte her. Hm. Gucken wir uns das nochmal an, kurz. Das sind auch Häuser markiert. Also. Das sind Häuser. Und hier in diesem Waldstück sind aber keine Häuser. Oder ich muss hier hinreiten, wo die Wolke gerade noch verdeckt. Wahrscheinlich das. Tja, dieser eine Dude, der jetzt hier abgehauen ist, den finde ich wohl nicht mehr wieder. Der ist abgehauen. Naja, den sehe ich jetzt hier auch nicht mehr. Wo sind Plötze? Ach hier. So, Plötze und Rittersporn, so folget mir. Hier muss es irgendwo Gebäude geben. Oder alte Gebäude. Ach, da ist er ja. Ist da jemand? Das ist ein anderer. Vom Pferd aus kämpfen ist auch eher so eine Seltenheit. Gott. Komm, ich hab dir nur ins Bein geschlagen, jetzt tu mal nicht so. Ja, jetzt stirbt er einfach. Feigling, ey. Was macht der denn da? Geiler Typ. Okay, das war witzig. Ja. So. Nach Gebäuden Ausschau halten. Wir müssen irgendwo... guck mal, hier gibt es einen Pfad. Ein Pfad, der nicht auf der Karte verzeichnet ist. Ich muss dem jetzt nicht so straight folgen, kann man ja einfach abkürzen. Ich glaube, hier sind wir richtig. Oder? Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Hier müssen wir, dem müssen wir folgen, dem Pfad. Ich glaube, da kommen wir zu unserer Schatzstelle. Ah, nee, hier nicht. Ja,
hätte dem anderen Pfad folgen sollen, der hier weiter in den Wald reinführt, dem hier. Ich glaube, wenn wir dem Pfad folgen, dann kommen wir dorthin, wo ich hin will, oder? Nee, der endet hier einfach. Ah, warte mal. Aha. Hier sind wir richtig, glaube ich. Wobei. Das sieht mir jetzt nicht aus, als ob ich hier graben könnte. Seltsam. Satteltasche, Satteltasche, Satteltasche. Das kommt alles weg hier. Zack, zack, zack. Und zack und weg. Aber hier führen zwei Wege, ne? Eine führt hier runter und der andere hier lang. Bis hierhin und dann ist Schluss. Das müsste eigentlich die Stelle sein, wo hier ein Schatz ist. Also auch wenn ich mir die Schatzkarte nochmal angucke. Ja, die sind zwei Wege eingezeichnet und im Waldstück links zwischen den beiden Wegen, da müssten Gebäude sein, oder? Also, ich meine, die Gegend sieht mir ja so aus, als ob hier mal Gebäude gestanden hätten irgendwie. Es ist eine sehr seltsame offene Lichtung hier, die sieht irgendwie verdächtig aus. Ich kann jetzt auch hier in der unmittelbaren Umgebung keine Gebäude oder Lagerplätze oder so ausmachen, außer die da unten. Da unten, das ist... Das sieht für mich sehr offen aus, nach sehr offenem Gelände. Hier oben? Ah! Ja, ja, ich glaube... Oder, nee, das ist nur ein Karren. Das sieht mir nach einem weiteren Unfallort aus, ja. Guck mal, wer da läuft. Bin mir ziemlich sicher, dass der Kollege zwielichtig ist. Die rennen allgemein in dem Wald ziemlich zwielichtige Leute rum. Na, wobei, könnte aber auch ein einfacher Wanderer sein. Ah, Glück gehabt. Dein Glück, aber ich hätte ja auch gerne die Fresse poliert. Tja. Also ich bin ganz ehrlich. Ich habe absolut keine Ahnung. Das muss irgendwie hier sein, also laut der Schatzkarte ist es hier, in diesem Bereich. Dort habe ich jetzt einfach nichts gefunden. Absolut gar nichts. Also ich habe nicht mal die Gebäude gefunden, die da irgendwie drauf verzeichnet sind. Geschweige denn eine Stelle, wo ich graben kann, ein Grab oder sowas. Ich tue mich hier weiter um, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ja, hier sind wir wieder bei dem Weg, ne? Der da irgendwie lang führt, aber... So richtig bringt mich das jetzt hier auch nicht weiter. Muss ich sagen. Was haben wir hier? Boah, die Stelle sieht eigentlich auch noch ziemlich verdächtig aus hier. Sieht's auch aus, als ob es was geben könnte. Aber irgendwie... sehr... Und hier sind wir, glaube ich, wieder bei dem Banditenlager, wo ich gerade war, ne? Ja. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende erstmal die Folge und suche, denke ich mal, in der nächsten Folge weiter. Oder ich suche offscreen. Ich glaube, ich suche erstmal offscreen weiter, bevor ich jetzt noch mehr Folgenzeit hier für ins Land gehen lasse. Wir nutzen die Zeit und lesen jetzt nochmal einen Kodex-Eintrag, nämlich über Astrologie. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber wir lesen es einfach mal. Astrologie. Im Mittelalter standen Alchemie, Pharmazie in direkter Beziehung zur Astrologie, die man damals als angewandte Astronomie verstand. Seit der Antike wurde das Schicksal als Ausdruck göttlichen Willens begriffen, wobei der Schöpfer den Menschen am Firmament ausgehend mithilfe von Sternen und Planetenkonstellationen Hinweise gab. Tatsächlich hatten bereits die Araber und antiken Griechen Tabellenabbildungen und Verzeichnisse von Sternen und Konstellationen erstellt,
und überdies Kalender zur Navigation. Die Bewegung der Himmelskörper nahm Einfluss auf die Entscheidung bei politischen Fragestellungen, Kriegsbestrebungen und Eheschließungen. Selbst medizinische Behandlungen, die Zubereitung von Speisen und landwirtschaftliche Arbeiten wurden der Himmelsmechanik unterworfen. Basierend auf den Sternenkonstellationen war jeder Mensch ein Teil des Tierkreises, der seine Gesundheit, Karriere und sozialen Beziehungen im Laufe seines Lebens festlegte. Die Astrologen benutzten für ihre Tätigkeit viele Gerätschaften, darunter Astrolabien, Sextanten, Quadranten, Sonnenuhren und andere Vorrichtungen für eine genaue Beobachtung des Firmaments. Im Gegensatz zu heute war die Astrologie eine höchst anerkannte Wissenschaft und viele Astronomen dieser Zeit waren auch Astrologen. Ist das heutzutage so, dass die Astrologie heute verpönt ist? Also irgendwie, würde ich jetzt nicht als verpönt bezeichnen, aber sicherlich ist Astrologie heutzutage nicht mehr so gewichtig in der Gesellschaft angesehen wie eben im Mittelalter oder in der Zeit der alten Griechen oder so. Aber gut. Ja, ich werde hier mal offscreen weitersuchen und mal sehen, ob ich hier das finde, was ich suche. Okay, macht's gut, bleibt gesund, bis zur nächsten Folge und ciao.